So, hey, ist doch nicht meine erste Pause. Ich bin eigentlich gerade erst losgelaufen. Ich war gerade an dieser Mühle, das war der Startpunkt. Ja gut, von der S-Bahn-Haltestelle hat das die App schon gecheckt, meine Wander-App Komoot. Die sagt, ich bin von meinen 13,7 Kilometern schon 4,1 Kilometer gelaufen und ich bin echt gerade ganz am Anfang. Ne? Ganz komisch. Ich habe aber nur mal angehalten, weil es echt krass warm ist heute. Also super schönes Wetter. Die Sonne prallt nicht so ganz krass und Wolken-Sonnenmix, wo die Sonne aber die ganz weg ist. Ich schätze mal so 20, 21 Grad. Wetterbericht haut da, glaube ich, ganz gut hin. Der hat auch so einen Wolken-Sonnenmix vorausgesagt und ab 17 Uhr dann nochmal richtig Sonne. So ungefähr die Zeit, wo ich mein Lager suchen wollte, nicht wie bei der ersten Tour, wo es dann direkt dunkel wird. Also ich peile mal so 6 Uhr an, dann hätte ich noch 2 Stunden Sonne, 3 Stunden hell. Das wäre richtig schön, um alles aufzubauen. Vielleicht baue ich mir aus 4 Ästen und einem geschlagenen Stamm in der Mitte sogar mal so ein Hocker, das habe ich letztens im Video gesehen. Also Axt, Säge, alles dabei. Ich kann einfach mal rumbasteln, habe auch Natursalbe gekauft. So, also wie gesagt, Jacke ausgezogen, Schluck Wasser getrunken. Da kommt, kann man sich auch eben eine rauchen. Also ich muss sagen, bis jetzt noch ziemlich Touri-like. Asphaltierter Weg, manchmal Geschotter. Aber ganz viele von diesen Mini-Rucksack-Touris unterwegs, Fahrradfahrern. Also von richtig tief in den Wald und übernachten bin ich noch weit entfernt, aber das kommt sowieso noch auf den letzten 6 Kilometern. Sich dann Lager suchen, das werde ich dann mal schauen. Okay, gleich dann das nächste Video, wenn ich eine echte Pause mache mit meinem Brötchen, meinem Powerriegel und einem Bier. Aber ich kann mir Zeit lassen. Sind jetzt so 11 Kilometer, bis ich im Rundweg wieder am Parkplatz wäre. Keine Ahnung, mache ich jetzt ungefähr die Hälfte, 5, 6 Kilometer. Also wie gesagt, angegeben die letzten 8 Kilometer eigentlich nur an der Düssel entlang, aber tiefster Wald. Da werde ich mir dann was Schönes suchen und ja, gleich mal Mittag zelebrieren. Heißt, ich kann jetzt so, was haben wir, 2:30 Uhr. 3, 4 Stunden kann ich mir für die paar Kilometer jetzt mega Zeit lassen, ein paar Pausen. Alles entspannt angehen lassen, das Wetter genießen, die Natur. Ich muss auch sagen, ist jetzt die vierte Tour am Stück. Jedes Wochenende oder mit den Feiertagen was gemacht. Und es hat mir diese Woche schon richtig gefehlt. Ich habe richtig drauf hingefiebert. Ich war die ersten paar Meter im Wald und der Geruch, grün. Grün ist eh meine Lieblingsfarbe, total beruhigend. Da kommt der Wald einem entgegen. Ich brauche das langsam richtig und ich habe auch richtig Bock, immer neue Sachen auszuprobieren. Diesmal ist es halt der Robokocher. Und dass ich das erste Mal richtig frisch in der Natur koche und nicht nur so eine 5-Minuten-Terrine-Scheiße. Ja, ich bin gespannt. Also jetzt wieder allein unterwegs, aber ich habe Freude. Kommt zu mir. Ich habe bald meinen Uni-Abschluss. Abschlussarbeit übrigens abgegeben. Ich glaube, in diesen Videos habe ich das noch nie gesagt. Dann bin ich Musik- und Geschichtswissenschaftler im Zweifach-Bachelor und werde mich noch zusätzlich als Musiklehrer an öffentlichen Schulen bewerben. Jetzt meine Haupteinnahme ist schon Gitarrenlehrer. Und in die Richtung soll es dann auch irgendwie gehen. Vielleicht freue ich mich wirklich mal. Ich bin eigentlich so Fan. Ich mache diese Videotagebücher eigentlich mehr für mich selber und für meine Freunde, weil die auch auf Wandern zu stehen. Aber vielleicht mache ich mal wirklich 2 YouTube-Kanäle, habe ich gedacht. Meine erste große Leidenschaft ist Musik. Ja, und gerade mit der Band und so zu Corona-Zeiten, das geht gerade leider nicht. Aber einfach mal, wie gesagt, ich bin seit 10 Jahren Gitarrenlehrer, nebenberuflich, seit 2017 hauptberuflich. Also erklären und Gitarre spielen kann ich, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, weil Gitarre spiele ich seit über 20 Jahren, also erklären seit 10. Das sind Dinge, die kann ich einfach echt gut. So, meine zweite Leidenschaft, das Lagern, war schon immer seit 4 Wochen jetzt richtig Bushcraften, alles nur mit einem Rucksack. Und ich glaube, dann so ein cooler Name, um das zu verbinden, wäre dann Grunge der Buschbade. Grunge ist mein Spitzname, weil ich schon mit 14 mit zerrissenen Jeans, Nirvana-Shirt, roten Haaren in die Menge gesprungen bin, dauernd auf Konzerten. Das habe ich bis heute nicht raus, aber man sucht sich seinen Spitznamen nicht aus. Ich bin aber sehr froh drum, kann ich mich sehr gut mit anfreunden. Ist wie ein zweiter Name geworden. Ja, dann mache ich einen Kanal vielleicht nur fürs Bushcraften, einen nur für die Musik. Und dann in dem einen Kanal mal ankündigen, was in dem anderen ist. Das ist vielleicht mal so eine Crossover-Folge. Im Wald Gitarre spielen oder zu Hause in Waldklamotten mit Teekerzen und einem Halstuch Musik machen. Ich weiß nicht. Ist erstmal nur so eine grobe Idee. Mal gucken, was und wie ich das umsetze. Und wie viel ich von diesen ganz anfänglichen Videos, die ich jetzt mache, dann überhaupt hochlade. Ob ich vielleicht mit der Tour anfange oder schon mit meiner allerersten. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ja, peace out, bis später.